Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und vielen Dank für die vielen tollen Bilder, die ihr letztes Mal unten drunter gepostet habt. Das machen wir heute wieder. Jetzt aber erstmal Felicitas Theen tritt in einer Kochbattle an gegen Kapitän und General Manager. Dann erlebt ihr in der Karibik, wie die Perla sich fertig macht für die neuen Gäste und Becky nimmt uns mit auf Ausflug nach Malaga. Unsere Gourmetpatin Felicitas Theen war wieder an Bord und sie hat sich herausfordern lassen zu einer Kochbattle gegen Kapitän Tito und General Manager Michael. Wie das ausgegangen ist, das seht ihr hier. Und zwar mache ich ein wachsweiches Ei. Es ist so, dass es außen knusprig ist und innen drin das Eigelb rausläuft. Das Ganze wird auf Hummus serviert. Und dazu gibt es einen Granatapfelsalat. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal Hummus zu Hause gemacht habt. Es ist ja eigentlich ganz einfach. Man braucht nur Kichererbsen. Kann man auch aus der Dose nehmen, finde ich gar nicht schlimm. Dann kommt einfach dazu Tahin. Das ist so eine Sesampaste. Ein bisschen Knoblauch, Chili. Ich habe Zimt reingemacht und ein bisschen Kreuzkümmel. Zimt finde ich sehr schön an salzigen Gerichten auch. Einmal an die Bolognese, bisschen Zimt dran. Man ist im ganz neuen Leben, wirklich. Der Lachs wurde geschnitten, Avocado ist klein gemacht. Es wird scharf. Es wird auf jeden Fall scharf werden. Ganz dolle scharf. Soll es? Alles. Da gibt es ein bisschen ängstliches Raunen. Alles. Ihr müsst das probieren. Das wird jetzt gewendet in Mehl. Dann kommt es in Ei, dann eben in diese Brösel und dann haben wir das so und dann wird das gleich im schwimmenden Fett ganz, ganz knusprig ausgebacken. Darf ich Sie vor den Wagen spannen, Herr Kapitän, unser General Manager, das Ganze schon mal einmal zu servieren, bitte? Das sind auch einfach immer Sachen, auf die ich nicht kommen würde. Einfach mal dem Herrn kurz in die Hand drücken. Es wird gegessen, es wird fertig gemacht. Was machen die Männer hier hinten schon wieder? Hat's gelöscht. Bitte entscheidet euch jetzt. Danke. Zwei Punkte gehen an Team A, das ist Felicitas, und ein Punkt geht an unsere Offiziere, Kapitän und General Manager. Nein, ich muss sagen, also das ist wirklich verdient, das ist großartig. Die Herren Ente. Felicitas, und zwar mache ich einen rosa, hoffentlich rosa gebratenen Lammrücken mit Nussbutter-Couscous, Joghurtschaum dazu und gebratene Datteln. So, was kommt da noch alles rein? Da ist nicht nur Mango drin. Wir haben rote Zwiebeln dazwischen, ein bisschen Chili, ein bisschen Fischsoße, so, dunkle Sojasauce, ein bisschen Zucker. Also in meinem Couscous sind jetzt noch ein paar Pinienkerne, weil geröstete Pinienkerne schmecken ja auch hervorragend. Habe ich Minze runtergehoben und Petersilie, dann ein bisschen Tomatenmark und jetzt kommt wieder mein Trick von vorhin, ein bisschen Kreuzkümmel und ein bisschen Zimt für die Orientnote. Das weiß ich nicht, ob wir das fertig kriegen, aber Kapitän hat ja auch sein Gericht. Aber die Vorspeise kam eben relativ gut an und dann müssen wir... Ja, ne? Hast du noch Futter? Herr Kapitän, was kochen Sie da? Meine Pfanne geklaut. Das sind, ist eine asiatisch inspirierte Pasta-Variation. Meine Pfanne. Meine Pfanne. Mit ein bisschen Ingwer. Wo haben Sie die Nudeln her? Das macht man so aus dem Lameng heraus. Ja, die andere Pfanne genommen. Herr Kapitän, sind Sie fertig? Ja, eigentlich drei Gänge jetzt gemacht, ne? Ja, also das gibt auf jeden Fall schon mal nichts. Nein, ja, doch. Ravioli zählen nicht. Nur weil du jetzt zwei Dosen Spaghetti schon aufgegessen hast, ist es so, dass wir den trotzdem mal gehabt haben. Felicitas Orientreise. Ja, ja, so nämlich. So auf dem Weg nach Asien. Jury ist fertig? Perfekt. Also der General Manager entscheidet darüber, in welchen Kabinen Sie die nächsten Nächte verbringen. Ich entscheide darüber, ob und stopp, wo Sie mit... Stopp. Nein, hey, bitte stimmen Sie jetzt einmal ab. Bitte zeigen Sie uns jetzt einmal Ihre Kelle. Oh. Drei Punkte für Felicitas. Könnt ihr vielleicht doch noch mal das Alternativgericht ins Rennen schicken? Das ist tatsächlich was absolut ganz Besonderes. Und deswegen kriegt ihr noch mal einen riesengroßen Applaus. General Manager Fabian Leonhardt hat uns mal erzählt, was sie alles tun an Bord, um das Schiff für die Gäste vorzubereiten. Und ich bin ihm wirklich sehr dankbar, dass er das getan hat, weil das wissen die meisten gar nicht, was da alles passiert, wer da alles Hand in Hand arbeiten muss. Guck mal. Wir bereiten uns für den An- und Abreisetag dann in Barbados und in La Romana schon mehrere Tage im Vorfeld darauf vor. Letztendlich sind alle Abteilungen involviert, alle Abteilungen an Bord, nicht nur der Hotelbereich, aber eben auch das Housekeeping, das dann für diesen Tag großen Wechsel hat. 1700 Gäste sind so ungefähr, die dann in Barbados und in La Romana wechseln, reisen ab, die neuen kommen an. Es wird alles neu vorbereitet, es wird alles für die neue Reise vorbereitet für unsere Gäste und ja, dann geht der Tag dann hoffentlich gut vonstatten und alle sind glücklich und die neue Reise kann beginnen.
Mein Name ist Fabian Leonhardt, ich bin General Manager hier an Bord von Ada Perla, bin zuständig für den gesamten Gästebereich, egal ob Entertainment, im Hotelbereich, Shore Operations, also die Ausflüge, oder die Presserei, unsere Zahlmeister. Ich habe vor 8 Jahren, 2011, auf Aida Aura meinen ersten Vertrag als Tauchlehrer damals angefangen, war lange Hotelmanager und bin jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr in der Position des General Managers und davon auch 1,5 Jahre hier an Bord von Ada Perla. Die Reiseplanung für die 14-Tages-Reise fließen natürlich erstmal jede Menge Erfahrungswerte aus anderen Destinationen ein. Da weiß man dann so natürlich schon so ein bisschen, was da ganz gut ankam, was ganz gut funktioniert hat, welche Gegebenheiten örtlich dann auf einen warten. Wir sitzen da einmal jeden Morgen zusammen, um dann nochmal spontan und flexibel zu reagieren, wenn es irgendwelche akuten Veränderungen gibt. Und wir schauen uns da genau an, wer welche Interessen und, hat für unsere Gäste, was am besten für bei unseren Gästen ankommt. Von der Planung her und gucken, dass wir das dann koordiniert bekommen und das entsprechend dann auch aufeinander abgestimmt ist und alles aufeinander greift. Unsere Kollegin Becky und ihr TV-Team nehmen uns ja immer wieder gerne mit auf Ausflug. Diesmal geht's nach Malaga und bei der Gelegenheit unserer Aktion heute postet euren schönsten Hafen, den ihr mit uns besucht habt. Und jetzt kommt Becky. Viel Spaß! ¿Qué te gusta más de Málaga? ¿Qué es lo que me gusta más? Todo. Yo es que me quedo con mi Málaga, la verdad. Yo hago mi Málaga ni nada. Y donde esté mi Málaga, de aquí no me saca nadie. Gracias. Wir eilen unserem Ruf voraus. Da sind auch die AIDA-Farben. ¿Qué es especial de este parque? ¿Qué es especial? Pues las plantas que tiene. El clima que tenemos lo hace un poco muy particular, que es único. Para nosotros los malagueños esto es único. No hay otro para nosotros. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Schön anstrengender Aufstieg, aber es lohnt sich total bei diesem wundervollen Ausblick vom Castillo de Gibralfaro. Der Mercado de Atarazanas oder auch einfach der Markt mit einem Eingangstor aus Marmor, das früher einmal eines der 5 Stadttore war. Cuéntame, ¿qué es típico para este mercado? Típico. Pues comer pescadito, comprar fruta fresca de Málaga, de la Costa del Sol, ¿sabes? Mucha fruta y mucha verdura de aquí de Málaga. Und wenn auch ihr jetzt richtig Lust bekommen habt, mal mit uns auf Reisen zu gehen, wenn ihr in die Karibik wollt oder nach Spanien tolle Märkte besuchen oder tolle Gastkünstler kennenlernen, dann geht ihr jetzt ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, ihr habt darauf gewartet, die Verlockung der Woche. Wir starten in Bremerhaven und fahren als erstes nach Dover und Honfleur. Die nächsten Ziele sind Portland, A Coruña und Leixões. Nach einer eindrucksvollen Fahrt über den Tejo erreichen wir Lissabon, die Hauptstadt Portugals. Von hier nehmen wir Kurs zur andalusischen Stadt Cadiz und nach Valencia. Noch ein Halt in Palamos und Menorca und wir erreichen das Ziel unserer Reise, Palma de Mallorca. Zum Schluss wie immer die schönsten Bilder mit der wunderbarsten Musik. Heute was richtig Tolles für U2-Fans. Und nicht vergessen, hier unten drunter eure Bilder von den schönsten Häfen. Bis zur nächsten Woche.
not true. With or without you, I can't live.